Wohnungen für Studenten sind knapp. Das ist der Stadt Hannover bekannt. Im Rahmen des städtebaulichen Konzepts Hannover City 2020 bebaut die GmbH am Körnerplatz nun die seit 50 Jahren bestehende Baulücke. Wir haben uns ja damals beworben, als das Grundstück ausgeschrieben wurde. Das ist ja eine Konzeptvergabe gewesen. Das heißt, man sollte schon sehr genau sagen, was man dort bauen will. Und danach wurde entschieden, also nicht nach Höchstpreisverfahren, was ja am Ende zu hohen Preisen auch in der Miete führt, sondern nach Konzept. Das Konzept, rund 80 Apartments für Studierende und Auszubildende sowie eine Kita sollen entstehen. Die Vision war da, ein Entwurf für das neue Gebäude fehlte noch. Dieser kam aber nicht von den Mitarbeitern der GmbH. Wenn wir städtische Grundstücke verkaufen, ist eigentlich immer auch die Aufgabe verbunden, einen Architektenwettbewerb durchzuführen. Das ist also eine städtische Ambition. Und es zeigt sich eigentlich ganz deutlich, wenn man Architektenwettbewerbe durchführt, kriegt man immer super gute Ergebnisse. Mit dieser Aufgabe lud die GmbH 6 Architektenbüros ein, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Überzeugt hat der Entwurf des Hannoveraner Büros ASP Architekten. Wir haben uns am Ende auch für den ökonomischsten Entwurf, nicht nur den architektonisch am besten passenden, sondern auch für eine sehr gute Ausnutzung des Grundstückes entschieden. Der Wettbewerbssieger hat eben 80 Apartments im Gegensatz zu anderen Entwürfen, die teilweise nur 60 Apartments bringen. Insofern können wir natürlich auch möglichst vielen Studierenden und Auszubildenden dort neuen Wohnraum bieten. Zukünftig gibt es für Studierende also mehr Wohnungen, auch in Nähe des Zentrums. Die Wege werden kürzer und es bleibt mehr Zeit zum Studieren.